Hi Leute, weil mir diese gerade jetzt eingefallen ist, möchte ich nur sagen, wie ihr uns GeoGebra helfen kann, dass man zum Beispiel so Punkt-, Vektor- und Zahlgeschichten uns vereinfachen, wie wir uns das Ganze genauer anschauen können. Da auf der linken Seite habe ich einfach Punkte eingegeben, habe ich Vektoren eingegeben. Achtung, Unterschied: Punkte sind in Großbuchstaben, Vektoren sind in Kleinbuchstaben und ich habe ein Skalar habe ich eingegeben. Also wir wissen, ein Skalar ist einfach nichts anderes als eine Zahl. Und wenn ich mir unsicher bin, was bei solchen Operationen rauskommt, zum Beispiel, ich weiß jetzt nicht mal, ich weiß zum Beispiel nicht, was der Vektor b plus der Vektor v ist, ob das jetzt ein Punkt oder ob das ein Vektor ist, dann gebe ich einfach das unten im Eingabefenster, gebe ich zum Beispiel ein b plus v. Also mit sehe ich sofort, aha, der resultierende Vektor ist u. Okay, ich kann mir zum Beispiel die zwei Vektoren auch noch einschalten, wenn ich will, und sehe ich sofort, okay, das Resultat ist wieder Vektor. Das heißt, wenn ich mir unsicher bin, kann ich so Sachen machen. Oder ich kann zum Beispiel sagen, ah, was ist denn der Punkt? T plus T mal A. Ist das jetzt ein Punkt? Ist das jetzt ein Vektor? Was ist denn das Resultat? GeoGebra ist so mächtig und rechnet uns das Ganze gleich aus. Das heißt, ich gebe das zum Beispiel ein und schau mal, also in dem Fall nicht A, sondern in dem Fall B, also B plus B in dem Fall. Und dann sehe ich sofort, aha, das Resultat ist jetzt ein Punkt. Das heißt, egal was ich habe, ich kann mir auf der linken Seite meine Sachen definieren. Einen Punkt definieren, indem ich Großbuchstaben schreibe. A ist gleich, runde Klammer auf, 1-2 zum Beispiel, Klammer zu. Und einen Vektor definiert man, indem man einfach Kleinbuchstaben schreibt. B ist gleich 3--1 oder was. Ich kann mir meine Sachen definieren, ich kann meine Zahlen auf der linken Seite definieren. Und wenn ich mir da unsicher bin, was dann das Endergebnis auszukommen, brauche ich das nur eigentlich nur ausprobieren. Dann sehe ich sofort, aha, ist das ein Punkt? Oder zum Beispiel nochmal Test, b plus v, ist das ein Vektor? Und somit hilft mir GeoGebra, um so Sachen zu lösen. Ich hoffe, das war verständlich. Ciao, baba.